Hallo alle zusammen und willkommen zu meinem ersten Tutorial auf YouTube. Wie ihr wahrscheinlich schon unten am Titel erkannt habt, wird es ein Tutorial bezüglich Augenzeichnen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Materialien. Einmal hier ein Bleistift, einfach ein Basic Bleistift. Dann, ihr könnt einen Radiergummi-Stift benutzen, aber ihr könnt auch einen normalen Radiergummi benutzen. Ist eigentlich egal, aber ich finde, beim Radiergummi-Stift bekommt man die Details ein bisschen besser hin. Und dann halt noch ein Füller oder keine Feder zum Unterstreichen am Schluss. Fangen wir jetzt einfach mal an mit der Grundform des Auges. Ich mache jetzt hier einfach mal, fange ich jetzt mit so einem gekrümmt ovalen Strich an, dass es letztendlich aussieht. Wie ihr schon seht, habe ich jetzt die Form der Iris eingezeichnet und auch das Auge mehr detailliert. So von der Form außen. Genau, die obere und die untere Lidfalte habe ich auch schon eingezeichnet. Und am besten machen wir jetzt weiter mit der Iris. Da zeichnen wir jetzt einfach mal die Pupille ein. Die ist da in der Mitte. Ja, okay, nicht ganz in der Mitte. Sie ist eher ein bisschen höher liegend. Wenn ihr die gezeichnet habt, dann könnt ihr schon mal den Lichteinfall hier einzeichnen. Es gibt im Auge viele verschiedene Lichteinfälle, aber das ist so einer der häufigsten. Genau, dann als nächstes beginnen wir die äußere Iris, also ganz außen an der Iris, ein bisschen mehr zu schattieren. Da fahrt ihr einfach mit kreisenden Bewegungen drumherum. So, und wenn ihr das jetzt ungefähr gemacht habt, dann fangt ihr langsam an, von außen nach innen solche Striche zu ziehen und die dann nach unten zu senken und dann gehen sie halt immer so wieder hoch. Und das macht ihr dann die ganze Zeit um die Iris, damit sie halt, dass die Striche zur Pupille zeigen, sage ich jetzt mal. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr am besten noch die Pupille mit eurem Bleistift ausfüllen. So dunkel wie es geht am besten. Und als nächstes macht ihr genau dieselben Striche, die wir von der äußeren Iris zur Pupille gemacht haben. Macht ihr jetzt genau andersrum, von der Pupille nach außen. Wenn ihr das dann ebenfalls habt, könnt ihr noch mit einem Finger oder mit einem Taschentuch über die Iris rubbeln, so dass der Verlauf besser wird. Und jetzt kommt auch der Radiergummistift oder der Radiergummi zum Einsatz. Und zwar machen wir hier noch einen weißen Punkt hin, einfach so für die Highlights oder für den Lichteinfall. Sieht einfach noch ein bisschen besser aus. Und ja, als nächstes machen wir dann hier außen weiter. Ich habe hier oben und unten ein bisschen schattiert, weil ich finde, dass es das Auge noch mal etwas dreidimensionaler wirken lässt. Und was jetzt vielleicht den einen oder anderen besonders auffällt, ist, dass ich hier vorne auch schon mit der Tränendrüse angefangen habe. Und zwar habe ich hier unten leicht Platz gelassen, weil hier auch ein Highlight drin ist. Und es ist jetzt optional, aber ihr könnt auch mit dem Radiergummi oder mit dem Stiftradiergummi hier noch ein paar Punkte hinzufügen, damit es einfach etwas besser aussieht. Als nächstes machen wir die Wimpern, der Part, wo ich persönlich immer am meisten Fehler mache und der mir auch persönlich am schwersten fällt. Der Trick dabei ist, einfach die Linien schön aus dem Handgelenk zu machen und nicht... Und deshalb immer schön die Linien aus dem Handgelenk ziehen. Wenn ihr dann die Wimpern oben und unten eingezeichnet habt, könnt ihr noch die Lidfalten schattieren.
Genau, das war's dann von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Ciao.